Subway Toselli ist trotzdem gekommen. Hallo Erik. Hi. Ihr habt gerade im Moment gespielt. Ist eine Weile her. Eine undankbare Zeit, aber nicht so schlimm. Wenn man die Reaktion gesehen hat, dann haben wir allen Grund, glücklich zu sein. Und an so einem Tag, zu so einem Festival mit so einem Haupteck, der auch unser aller Hochachtung hat, um die Zeit zu spielen und dann so abzuräumen, das ist völlig okay. Du findest, es läuft gut. Ich will nicht versuchen, eure Musik in irgendeine Richtung zu pressen, in irgendeine Schublade. Ich habe nur gesehen, ihr habt Schalmei oder Dudelsack dabei, Flöte, Geige. Wie seid ihr zu den Instrumenten gekommen? Oder habt ihr gesagt, habt ihr euch hingesetzt an den Tisch und habt diese Musik kreiert oder hat sich das ergeben? Es ist alles eine Entwicklung über Jahre hinweg. Es fing alles an mit irischer Musik. Das weiß vielleicht dieser oder jener. Und das sind Relikte, die geblieben sind. Halt die Fähigkeiten, die jeder hat, fließen ein in die Band und bei mir sind es eben die Instrumente, die du da siehst und die du auch angesprochen hast, die nach wie vor eine Rolle spielen. Aber die Musik insgesamt ist durchaus, wie du schon sagst, nicht mehr in eine Schublade zu pressen, sondern ist unsere eigene geworden und das honorieren die Leute, glaube ich, auch. Spaß von Relikten. Ich meine, ihr habt im ersten Song gesungen, zeig mir deine schwarze Seele. Ihr seid auch einmal, tretet schwarz auf. Ist es so, dieser Okkultismus oder diese Gothic-Geschichte, springt ihr da auf den Zug oder ist es, bedient ihr das einfach nur oder ist es irgendwie ein Lebensgefühl von euch? Wir springen auf gar keinen Zug und schwarz steht uns einfach am besten. Ziehe keine Parallelen. Schau uns an und du wirst alle Fragen beantwortet kriegen. Na gut, die Zuschauer wollen es wissen, also ihr habt nicht, fahrt nicht auf dieser Schiene, sag mal so, alles schwarz, alles schlecht. Das ist, seid ihr Optimisten oder sagt, es geht zu Ende? Wisst ihr, wir sind immer die, die die Schienen gebaut haben. Wir müssen nicht auf die Schienen aufspringen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wann kann man euch, wenn man euch hier verpasst hat, noch sehen? Spielt ihr in der Nähe in Thüringen nochmal? Wir überlegen gerade, ob wir zu unserer traditionellen Weihnachtstour diesmal aufgrund vielleicht dieses schönen Nachmittages heute den Dresden-Gig mit Gotha austauschen sollten. Und vielleicht werden wir es auch tun, in Gotha in der Stadthalle zu Weihnachten. Okay, ich danke dir, Erik. Ich muss hier mal der Gerechtigkeit halber nach rechts gehen. Ja? Also nicht mal letzte Frage, wie ist für dich die Stimmung hier? Mord. Bist du zu... Mord. Ist ja nur ein bisschen Woodstock-Feeling und so. Und das erste Ding hier, meinst du, dass es sich lohnt, dass man hier weitermacht? Ach, das ist das erste Mal. Würdet ihr nochmal wiederkommen? Ja, das erste Mal. Ja, ja, ja. Das erste Mal. Ist richtig, ja. Ne? Dass wir heute hier spielen? Nein, dass dieses Open Air stattfindet. Fürs erste Mal war es Mords. Ja. Und ihr würdet wiederkommen? Wir jetzt? Ihr jetzt? Hierher? Hier jetzt. Das ist doch Mords. Das ist Mords. Okay. Ja, na klar, also pass auf, das ist ganz toll. Ja, also das erste Mal. Nee, also wir kommen wieder.